Im politischen Berlin knallen derzeit die Champagnerkorken. Und das aus einigen Gründen. Die schauen wir uns mal an. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum Konkrete. Schön, dass du wieder ein bisschen Zeit für ein neues Video hast. Und wenn du neu bist, abonnier doch bitte meinen Kanal. Ja, in Berlin laufen wohl einige Politiker derzeit ein bisschen betrunken durch die Gegend. So könnte man vermuten. Denn es gibt hier verschiedene Gründe. Klar, die FDP allen voran, die haben natürlich guten Grund. Sie sind ja angeblich laut Umfrage, also ich bin nicht gefragt worden, aber egal. Also laut Umfrage liegt die FDP wieder bei über 5%. Die AfD hat ein bisschen verloren, liegen irgendwie bei 17%. Die Grünen halten sich so erbärmlich halt eben aufgrund ihrer Stammwähler und SPD ist weiterhin im Sinkflug. Ne? Kann man ja auch gut verstehen. Trotzdem knallen bei allen die Korken. Und zwar einmal natürlich wegen der Werteunion. Man könnte auch sagen, Todgeburt Werteunion. Ganz ehrlich, Leute. Also, das ist wirklich unfassbar. Ihr wisst ja, Otto und Krall haben mittlerweile die Werteunion wieder verlassen. Maaßen spricht von einem reinigenden Gewitter und das ist auch ganz gut so. Ja, und im Grunde genommen bin ich der Meinung, die hätten auch alle mal vorher miteinander sprechen sollen, oder? Also ich meine, wenn ich eine Partei gründe und mir dessen bewusst bin, dass halt eben Krall mit einer sehr libertären Einstellung und auch ein Otto dabei sein sollen, dann hätte ich vielleicht mal als Maaßen vielleicht mal offen und ehrlich darüber gesprochen, inwieweit denn tatsächlich die Affinität noch zur CDU vorhanden sein sollte und inwieweit gibt es denn tatsächlich eine doch noch vorhandene Brandmauer gegen die AfD. Dass es die gibt, völlig klar. Das zeigt ja ein Interview, das auf diesem ominösen Schiff in Bonn wohl geführt wurde. Und wir hören mal kurz rein. Das Treffen in Potsdam ist immer noch Thema in den Medien. Immer noch, nach jetzt 3-4 Wochen. Hat das der AfD und auch der Werteunion sehr geschadet? Oder hat es vielmehr dazu geführt, dass die Werteunion dadurch auch bekannter geworden ist in der Öffentlichkeit? Also ich mache das immer wieder deutlich, wenn ich sage, wenn es der AfD geschadet hätte, hätte es mich gefreut. Denn ich habe mit der AfD nichts zu tun. Ja, also eigentlich war doch ganz klar, dass es überhaupt gar nicht geht zwischen Werteunion und AfD. Und all jene, die das geglaubt haben, ja, die konnten das ja auch glauben, ne? Weil Maaßen hat das ja immer so kommuniziert, wir reden mit allen etc. pp. Aber gut, also Werteunion abgehakt. Müssen wir, glaube ich, in Zukunft nicht mehr drüber reden. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass die Werteunion mit dieser Strategie und mit diesem riesen Bauchplanscher, die sie da halt eben hingelegt haben, überhaupt noch eine Chance haben. Egal, was sie halt eben jetzt noch unternehmen wollen, wen sie halt eben noch mit an Bord nehmen wollen. Und was ich total crazy fand, es ist ja rausgekommen, dass wenn du dieser Werteunion als Mitglied beigetreten wärst, dann hättest du die ersten anderthalb Jahre gar kein Stimmrecht gehabt. Na, das ist doch wirklich ein tolles Verständnis von Demokratie, oder? Also von daher, indiskutabel, würde ich mal so sagen. So, und nun kommen wir aber zum zweiten Thema. Und das könnte ich gerne mit der Überschrift formulieren. Du kannst die geistige Messlatte noch so niedrig setzen. Es gibt immer eine Grüne, die locker durchlaufen kann. Tja, geistiger Verstand und Durchblick haben ist so ein bisschen schwierig bei einigen Politikern, bei den Grünen, nicht wahr? Also ich meine, Annalena Baerbock, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, haben wir lange genug und zwar ausgelassen. Und Habeck, naja, darf man ja nicht sagen, dass er vielleicht nicht bis 3 zählen kann. Ne? Kassierst ja direkt eine Strafe. Ricarda Lang, die wird natürlich nicht durch diese niedrige Messlatte bequem durchlaufen können. Vielleicht Robben oder Kriechen. Aber wer ganz bestimmt bequem durchlaufen kann, ist Katharina Dröge. Katharina Dröge kennt ihr nicht? Also, diplomierte Volkswirtin, also durchaus vielleicht Ahnung von Wirtschaft, könnte man ihr unterstellen. Sie ist der zweite Vorsitzende neben Hasselmann, bei der Bundestagsfraktion der Grünen. Und ja, sie hat den totalen Durchblick. Ich weiß nicht, ob es an ihrer Brille liegt oder ob sie einfach eine Blenderin ist oder ob sie einfach ihrem Nachnamen Dröge
Ausdruck verleihen wollte und dachte, okay, Karneval ist zwar vorbei, aber einen drögen Humor kann ich vielleicht doch noch mal an den Tag legen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich bei Twitter super lächerlich gemacht und blamiert. Weil, was hat sie da geschrieben? Wir als Regierung haben viel getan, um die Unabhängigkeit, hiermit ist die Unabhängigkeit bei der Energieversorgung, gut und neu aufzustellen. Also die Regierung hat viel getan, um die Energieversorgung gut und neu aufzustellen. Wir haben unsere Energieversorgung sicher und bezahlbar gemacht, durch gezielte Maßnahmen zu entbürokratisieren und Innovation zu stärken, die Wirtschaft zu stärken durch Behebung des Fachkräftemangels. Wow, das ist doch wirklich toll, oder? Also die Regierung hat es wirklich geschafft, dass wir bezahlbare und gute Energie haben. Ja, vielleicht hat sie diesen Tweet schon vorbereitet für vielleicht in 10 oder 20 Jahren. Keine Ahnung, sie hat ihn zu früh abgesetzt, kann man mal so sagen. Und die Entbürokratisierung, ja, die ist alles andere als erreicht. Im Gegenteil, die Entbürokratisierung ist in weite Ferne gerückt, denn es gibt immer wieder mehr zusätzliche Bürokratie in unserem Land, dank der aktuellen Regierung. Völlig klar, kann euch jeder erzählen. Und die Wirtschaft zu stärken, ja, das Wirtschaftswachstum ist so gut, dass selbst Habeck der Meinung ist, man könne nicht weitermachen. Also da hat Katharina Dröge wohl nicht so gut zugehört und folgt nicht ihrem guten Freund Robert Habeck. Sehr eigenartig. Und dann hat sie noch davon gesprochen, dass die Regierung es geschafft habe, Investitionen zu stärken für die Wirtschaft. Ja, die deutsche Wirtschaft investiert, nur nicht hier in Deutschland. Sie wandern ab und investieren lieber in den USA. So viel günstiger, viel attraktiver. Ja, und dann hat sie noch davon gesprochen, dass der Fachkräftemangel behoben werden konnte. Das ist sehr interessant. Also ich meine, dann kann man gar nicht verstehen, warum denn die Handwerker alle so schimpfen und sagen, sie kriegen keine Fachkräfte, obwohl so viele Menschen zu uns nach Deutschland kommen. Also man muss wirklich sich die Frage stellen, ob Katharina Dröge wirklich noch im Besitz auch der Realität ist. Also im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten kann die Dame wirklich nicht mehr sein. Das ist echt eine Katastrophe. Aber das freut natürlich alle anderen Parteien. Wenn die Grünen sich mal wieder mit ihrer zweiten Vorsitzenden der Bundestagsfraktion so ordentlich in die Nessel setzt und sich derartig lächerlich macht. Also ich meine, Fasching und Karneval ist doch vorbei, gute Frau Dröge. Also 1. April dauert auch noch ein bisschen. Kommen Sie mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Sonst gewinnen noch mehr Stimmen die FDP, die CDU und vielleicht sogar die AfD. Also, ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Dass Maaßen das ganz gut findet, dass es hier ein Gewitter gegeben hat und Krall und Otto die Werteunion verlassen haben. Und wie findet ihr so eine Aussage von Katharina Dröge? Geht es der Wirtschaft wirklich so gut? Hat die Ampelregierung tatsächlich gute Arbeit geleistet? Aber ich meine, das ist ja typisch bei den Grünen, oder? Die reden immer alles so schön. Wir leben doch wirklich in einer tollen Welt. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen schönen Tag, wo immer ihr gerade seid. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.